Hallo, wir haben nächstes Auto auf Gas umgerüstet. Das ist ein UAZ Buhanka. Das Auto ist seit Jahren unverändert gebaut. Das Auto, man kann als Neuauto bis heute kaufen. Der Importeur, Firma Made in Russia in der Nähe von Rosenheim. Das Auto hat eine Vierzylindermaschine mit 81 Kilowatt. Das Auto haben wir mit einer Zavoli Gasanlage umgerüstet. Da hier auf der Mittelkonsole sehen Sie den Umschalter, auf dem können Sie erfahren, wie viel Gas noch im Gastank drinnen ist und ob das Auto gerade auf Gas oder Benzin läuft. Natürlich umschalten zwischen die beiden Betrieben ist jederzeit möglich. Die Diode unten, das ist ja Kontrolllampe von Additivsystem. Hier sehen Sie die Ansaugbrücke, die wir bereits bearbeitet haben. Da wird der Gas über die Schläuche eingespritzt. Daneben an wird die Ansaugbrücke nochmal aufgebohrt. Da wird das Additivsystem seine Leitungen kriegen und da wird der Zusatzöl eingeführt. Hier haben wir den Verdampfer eingebaut. Der Verdampfer ist ja am Wasserkreislauf angeschlossen. Von dem Verdampfer kommt Gas schon in Gasform mit reduziertem Druck bis zum 1,2 Bar. Über Gasfilter geht er dann zum Gasinjektor. Die Einfüllstützen haben wir hier hinten der Eintrittstreppe angebracht. Ist ja bequem zum Tanken und auch praktisch schön versteckt. Von unten ist ja der Gastank eingebaut. 70 Liter Bruttovolumen, was ja ungefähr ca. 500 Kilometer Reichweite bedeutet. Gastank natürlich versiegelt, so dass er nach Jahren auch nicht rostet. Gasanlage natürlich von TÜV abgenommen. Damit die Unterlagen kann der Kunde zum Zulassungsstelle gehen und die Gasanlage eintragen. Falls ich Interesse geweckt habe, einfach kurz anrufen. Fast jedes Auto lässt sich auf Gas umrüsten. Ich werde für Sie natürlich ein gutes Angebot vorbereiten. Also der Kunde kann jetzt ab sofort 50% Spritkosten sparen. Danke und auf Wiedersehen.